Herzlich willkommen in Trainingswoche 4. Wir starten diese Woche wieder mit Burpees. Allerdings macht ihr dieses Mal kein M-Rap, sondern ihr habt eine feste Wiederholungszahl. Das heißt, ihr macht 4 Durchgänge mit 15 Burpees pro Durchgang oder pro Satz. Der Burpee selber sieht so aus, dass ihr euch zuerst am Boden ablegt, dann dynamisch wieder aufsteht, springt und die Hände über dem Kopf zusammenlegt. Wichtig beim Burpee, dass ihr auf dem vollen Fuß landet. Ich möchte nicht sehen, dass ihr quasi hochkommt und diesen hier macht und diesen hier. Ich möchte, dass ihr die Hüfte nach oben nehmt und direkt versucht, auf dem ganzen Fuß zu landen. Ja, wer das mit dem engen Schritt noch nicht kann, der darf auch gerne versuchen, etwas breiter zu stehen oder breiter aufzustehen und dann den Burpee zu beenden. Probiert das einfach mal aus. Wie gesagt, den Fokus darauf legen, mit dem ganzen Fuß auf den Boden aufzukommen. Dann die zweite Übung ist die Pike-Liegestütze. Die ist genauso wie in der letzten Woche, quasi diese Pyramiden-Liegestütze. Der Wiederholungsbereich ist derselbe, 8 bis 10. Wer hier letzte Woche zum Beispiel die 8 noch nicht geschafft hat, der versucht heute sich an die 8 ranzutasten. Für diejenigen, die letzte Woche zum Beispiel 3 Durchgänge mit 8 Wiederholungen gemacht haben, versuchen diese Woche vielleicht mal mindestens einen Satz mit 10 Wiederholungen hinzubekommen. So habt ihr direkt eine kleine Progression mit drin in der Übung. Die Pike-Liegestütze selber, dafür ist die Ausgangsposition dieselbe wie für die normale Liegestütze, nur dass ihr dann quasi die Hüfte noch nach hinten oben nehmt, Spannung halten im Bauch, Ellenbogen zeigen immer Richtung Zehenspitze. Dann kommen wir mit dem ganzen System ein bisschen nach vorne und versuchen, die Schädeldecke oder das obere Ende unserer Stirn quasi auf den Boden abzulegen. Und dann drücken wir uns wieder nach oben in die Ausgangsposition. Hier dann quasi wirklich darauf achten, die Ellenbogen so ein bisschen nach innen zu nehmen. Sobald ihr euch nach außen rutschen, seht ihr schon, kommt die Schulter in eine blöde Position und ich drücke zu viel mit dem Nacken. Das wollen wir vermeiden. Die dritte Übung ist die klassische Liegestütze, allerdings in einer Variante mit engen Ellenbogen. Dadurch legen wir mehr Fokus auf den Trizeps und das wäre quasi die nächste Steigerung zu den Dips mit dem Stuhl. Hier habt ihr jetzt die Variante klassische Liegestütze, Ellenbogen eng am Körper, Spannung im Rumpf und im Bauch, ablegen und wieder hoch. Oder ihr nehmt die Knie auf den Boden, lasst die Hüfte bitte trotzdem gestreckt, nicht den Hintern hinten rausnehmen, dann würde das so ausschauen. Das wollen wir nicht bei der Liegestütze, sondern wir möchten die Hüfte gestreckt haben, Gesäß und Rumpf unter Spannung, dann kontrolliert ablegen und wieder hoch. Hier habt ihr heute 4 Sätze und dies dann 40 Sekunden M-Rap. Das bedeutet, bei der Liegestütze mit den engen Armen versucht ihr in diesen 40 Sekunden einfach Wiederholungen zu sammeln, so viele saubere und gute Wiederholungen wie möglich, macht dann 60 Sekunden Pause. Die letzte Übung ist der Seitstütz. Wir haben die letzten Wochen am normalen Plank gearbeitet oder am normalen Unterarmstütz. Heute wollen wir mehr Fokus auf die seitliche Bauchmuskulatur legen. Deshalb geht ihr quasi in der Startposition, wenn möglich mit dem Ellenbogen und der Ferse genau auf eine Linie. Ich habe hier diese Kanten von den Matten, da kann ich mich zum Beispiel dran orientieren. Ich lege an die Kante meinen Ellenbogen und platziere meine Ferse. Dann weiß ich, mein Körper hat eine schöne gerade Linie. Komme hoch in die Startposition und diese versuche ich dann für 30 bis 40 Sekunden zu halten. Die Fortgeschrittenen unter euch dürfen noch den Arm hochnehmen oder das Bein, diese Position dann halten. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, wenn ihr soweit noch nicht seid, ihr winkelt die Knie an und kommt dann in die Streckung. Gut. Soviel zur vierten Woche oder zur ersten Trainingseinheit in Woche 4. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns wieder am Donnerstag.